Hey Leute und willkommen zu einem Video von mir. Ich mache bei einem Wettbewerb von Vlogger Marlene mit und man musste halt Kleber basteln und die präsentiere ich euch. Also man musste einmal hier ist Angie und Violetta, die sich halt gerade umarmen. Hier habe ich Washi Tape draufgeklebt. Hier oben ist noch so ein kleiner Glitzerstein und das finde ich eigentlich richtig süß. Dann habe ich noch ein Kleber gemacht, so Flüssigkleber. Da ist hier oben so eine Note drauf und einmal Violetta. Diese Pappe ist auch von Violetta. Sorry, Vlogger Marlene oder Marlene. Ich hatte kein Lineal und deswegen musste ich ein Geodreieck machen. Hier ist einmal Disney Violetta und hier ist ein Herzchen, auch von Violetta. Da habe ich einmal so einen Block gemacht. Hier sind so Strasssteine oder also Steinchen. Hier auch und dann ist das so die Titelseite und man kann das halt hier so aufmachen. Also und wieder zu und das ist richtig praktisch und man kann halt auch die Blätter nachfüllen. Also das finde ich richtig praktisch. Und dann kommen wir zu den Stiften. Da habe ich einmal so einen Bleistift gemacht mit so zwei Glitzersteinchen. Dann habe ich hier einmal einen Stift gemacht, wo Francesca drauf ist. Dann habe ich einmal einen Stift gemacht, wo hier so ein Stern von Violetta, also von diesem Heft ist. Und dann hier noch so Kringel. Dann habe ich einmal einen Stift gemacht, wo Violetta drauf ist und Strasssteine sind. Und hier ist einmal Francesca. So, gehen wir wieder hoch. Dann habe ich einmal eine Stiftebox gemacht. Da ist oben so ein Blümchen. Ich finde, das passt halt zu Violetta, so Blumen. Dann ist hier einmal Violetta. Hier steht einmal Violetta, du bist mein Star. Und hier habe ich noch so Gummis als Verzierung gemacht. Und ja, das ist halt meine Stiftedose. Da sind auch Stifte drin, wenn ihr hier so... Da sind Stifte drin. Und da habe ich noch zwei Zusatzpunkte gemacht. Und also die Stifte waren teilweise auch Zusatz, aber trotzdem. Da habe ich einmal, weil ich keine Spitze hatte... Hatte ich ein Tippex gemacht und da ist vorne Violetta drauf und hier ist noch so ein kleines Glitzersteinchen. Und dann habe ich noch einen Punkt gemacht, dadurch, dass ich hier so drei Glitzersteinchen hier auf die Seite bei der Schere gemacht habe und da. Es ist jetzt nicht Violetta-mäßig, aber ich finde, es passt eigentlich richtig, weil es so schön Glitzer ist und ja. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, Vlogger Marlene und euch anderen auch. Und ich hoffe, dass ich weiterkomme. Und wenn euch abonnieren, wenn euch mein Kanal gefällt, kommentieren, wenn euch das Video gefällt und liken, wenn euch das Video gefällt. Kommentieren, wenn ihr was zum Kommentieren habt, ja. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.